So. Sehr gerne. Hier ist die Lieferzone. So. Ja. Neugierig? Ja, natürlich. Na dann. Ja, yeah. Sehr schön. So, dein bestellter Bresco-Loire-Hahn, circa 130 Tage alt. Wahnsinn. Schlachtgewicht von stattlichen 2,8 Kilo. Cool. Ich habe gesagt, da kommen drei, also mit mir, in ihrem besten Alter. Zwei sind es noch und einer war's. Das stimmt. Aber der war extrem glücklich. Ja? Ich denke schon. Okay, warum machst du das fest? Naja, der hatte halt seine 15 Quadratmeter Auslauf. Ja, okay. Der hat so in den letzten 2 Monaten schon die eine oder andere Freude mit sämtlichen Hennen gehabt. Okay. Womit fütterst du die? Also ganz traditionell in Frankreich werden Bresco-Loire Hände und Hähne mit Weizen, Triticale und Triticale was? Triticale ist im Prinzip ein Hybridgetreide zwischen Roggen und Gerste. Okay, okay. Mit sehr, sehr vielen Kohlenhydraten und Aminosäuren. Die Aminosäuren brauchst du halt, ja. Damit beziehungsweise die Muskulatur halt im Schenkelbereich und natürlich auch in der Brust schneller wachsen können. Zusätzlich fütter ich halt Molke und Rohmilch. Krass. Damit kriege ich halt den Proteingehalt relativ stabil hin, sodass sie kontinuierlich wachsen und eben nicht innerhalb von 40 Tagen 3 Kilo schwer werden und sich nicht mehr bewegen können. Ja. So, jetzt wird's ernst. Das Geheimnis ist natürlich, bei so einem tollen Produkt, da ist die Arbeit für mich natürlich relativ minimal. Die Wahrheit ist aber wirklich, das Produkt ist entscheidend. Was ich drin mache, ist nur noch die Vollendung. Und das machen wir jetzt. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de